GZSZ Chrisanthi Kavasi, süßes Baby-Update nach Schwangerschaftsverkündung. Ihre Freude könnte nicht größer sein, GZSZ-Schauspielerin Chrisanthi Kavasi erwartet Baby Nummer 2. Die Schwangerschaft erlebt sie auf eine ganz besondere Weise. Vor wenigen Tagen lässt Chrisanthi Kavasi die Babybombe platzen. Dazu postet der GZSZ-Star ein Bild von ihrem schwangeren Bauch. Ihr Oberkörper ist nur von einer Zeitung bedeckt, auf der geschrieben steht: Bald kommt ein Baby. Kleiner Bett Nummer 2. Wir können es nicht erwarten, dich in unserer Familie willkommen zu heißen. Doch obwohl es schon ihr zweites Kind ist, fühlt sich alles neu an, wie die Schauspielerin nun im RTL-Interview verrät. Chrisanthi, irgendwie ist alles anders. Im Frühjahr 2024 ist es soweit, Chrisanthi Kavasis und Tom Becks zweites Baby 2 soll das Licht der Welt erblicken. Routiniert geht die 34-Jährige aber nicht an die Sache ran. Es ist ja nicht mein erstes Mal, dass ich Mama werde, aber es fühlt sich so an und es fängt auch alles wieder von vorne an. Und irgendwie ist auch alles anders, aber auch total schön, schwärmt Chrisanthi. Familie und Freunde freuen sich schon wie verrückt auf den Nachwuchs, ganz besonders ihr kleiner Sohn, der 2019 geboren wurde. Wir haben so viele Glückwünsche bekommen und das war wirklich herzallerliebst, denn damit habe ich gar nicht gerechnet, freut sich die 34-Jährige. Ob es ein Junge oder Mädchen wird, will die Schauspielerin zum jetzigen Zeitpunkt noch für sich behalten. Die Baby-News sind für Kavasi jedoch ein zweischneidiges Schwert, denn bei GZSZ kann sie bald nicht mehr mitmachen. Bevor es aber in die Babypause geht, können sich GZSZ-Fans im November noch auf das große GZSZ-Special aus Paris freuen. Hier geht es um Lauras und Johns romantische Flitterwochen, den Höhepunkt von Emilys Karriere als Modedesignerin und ein dunkles Geheimnis,